Kann ich doch nicht für voll nehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Lernen oder Schocken. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Wir sind auch wieder direkt auf dem Weg zu einem dieser Häuptlinge hier, um die fertig zu brandmarken, was sich wahrscheinlich wieder schwieriger gestalten wird, als ich das eigentlich mir wünsche. Aber schauen wir mal, 700 Fuß haben wir es noch hin. Ich lasse mich ja mal gerne überraschen und positiv überzeugen. Das Dumme ist, ich habe halt komplett vergessen, wie ich die verhöre. Und meiner jetzt nicht erklärt, ja. Genau. Alter. Hoch mit dir. Wo seid ihr jetzt? Und fuck! In unser Karabor. Auf geht er. Und den zweiten. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber schön, wenn es klappt. Schön, wenn es klappt. Meiner will gerade nicht sprinten. Ich meine ernst. So, ich habe mir jetzt hier ein Ziel markiert. Toll. So. Jetzt will ich auf keinen Fall. Jetzt muss ich gucken, wo der ist. Soll ich denn das wissen, wo der hier sein kann? Das Biest! Das ist doch schon ein bisschen nervig jetzt hier. Stirb, Wurm! Ich finde? Es nicht. Jetzt bin ich in Kap Norm, jetzt bin ich zu weit. Warte mal, da hinten wird er mir angezeigt. Ich mach mal eben die Karte auf. Stopp. Auf der Karte wird er mir da hinten. Ich geh da jetzt hin. Los! Die Landstelle ist weg, das hier kann ich leider noch nichts machen. Weil ich die doofen. Jetzt ist das Ding weg. Was war das für ein Geräusch? Also ich bin zu doof, diese Häuptlinge zu finden, ne? Da, da ist er. Oder. Da ist dieser Sack. Meine Heilung! Du hast also ein Biest. Ich schlitz euch auf! Ja, erstmal werde ich dich mal ein bisschen. Ja, genau, immun gegen Fernkampf, alles andere auch noch. Ja, okay, das geht jetzt hier ewig weiter. Scheiße.
Oh, ich habe schon wieder einen Hieb und ich habe keine Energie mehr. Jetzt habe ich mein eigenes Reittier kaputt gemacht. Du bist zu schwach. Ich muss den irgendwie verhören. Aber wie? Schüttel die Ketten des dunklen Herrschers ab. Da, jetzt. Ich schlachte dich noch nicht. Warte, beherrschen, Leertaste. Fehligen. Was war das jetzt? Fehligen, wähle ein Ziel aus, um einen Machtkampf gegen dieses auszulösen. Wenn er erfolgreich ist, wird dein gebrandmarkter Scherge Macht erlangen und befördert werden. Ah, okay. So funktioniert der Kram. Jetzt haben wir's. Gut, ich bin auch fast tot. Dann gucken wir uns doch gleich mal den Ort des Geschehens an. Fordere Tugok, der Gefräßige, heraus, indem du seine Unterstützer verbrennst. Nee, das ist nicht das. Blick der Auspeitscher. Hier, da muss ich das machen. Stelle sicher, dass die Jagd von, genau, Orte der Dingsbums richtig verläuft. Darum kümmere ich mich jetzt erstmal. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber da hinten haben wir, glaube ich, wieder einen Karawan, sind wir wieder etwas schneller unterwegs. Los, mein lieber Freund. Nicht da rein. Und bam. Sehr gut, dass du drauf landest. Und passt. So, wir haben jetzt einen kleinen Weg vor uns. Aber so geht das alles wesentlich schneller. Und immer noch sehen diese Karagor anders aus, als die, die wir letztens mit dem Zwerg zusammen hatten. Aber wahrscheinlich, weil wir in einem anderen Gebiet waren. Die sind irgendwie nicht so furchteinflößend, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder was sagt ihr? Ein bisschen tollpatschig stelle ich mich ja nur an, was diese blöden Häuptlinge angeht, aber das ist irgendwie auch. Ich kann mir Tastenkombis eh nie merken. Ich weiß auch nicht, wie ich Armer jemals da gelernt habe, das zu spielen. Und mir die ganzen Tastenkombinationen und. Ach. So, annehmen. Jetzt müssen wir eigentlich ja nur dafür sorgen, dass er gewinnt. Sollte ja schaffbar und machbar sein. Seht ihr, Junge? Will ein kleines Tier. Was soll der Schwachsinn denn? Okay, muss diese kleinen Viecher hier beschreiben? Das ist alles? Ja, ich bringe mal eben schnell meinen eigenen Häuptling. Wie viele kommen denn da noch? So. Super. Ja, stell dich doch nicht immer in den Weg. So, das hat jetzt. Das war's doch jetzt nicht, oder? Nein, zu schnell!
Zurück auf die Jagd! Findet mir noch ein Opfer! Warte mal, er ist doch jetzt der Leibwächter. Blutrache. Rache, räche den Tod von Mike, indem du Nahrung der Stärke der Stärkste tötest. Das verstehe ich nicht. Reinigende Flammen, das ist jetzt aber wiederum eine Kampagne hier. Ich gehe da mal hin. Vielleicht muss ich das machen, bevor das andere klappt hier. Manchmal denke ich, das Game will mich ein bisschen verarschen hier. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karabor. Ich kann nicht mal den sein Gequatsche. Also ehrlich, ich kann den sein Gequatsche nicht mal ausschalten. Es gibt kaum etwas Besseres, als zu sehen, wie das Leben aus den Augen eines. Das hört sich nicht eindringlich. Elveret, der Tod. Wie war denn der Befehl, dass die... Er ist weg! Was für ein Feigling! Schaltet. Ist da jemand umher? Ich glaube nicht, dass da jemand war. Der Schwertausbilder ist schon komisch. Eines Tages wird jemand seinen Schädel als Übungspuppe benutzen. Ach so. Ja, ich beschwere mich, dass die Karagor mir gar nicht angezeigt werden. Ist ja totaler Quatsch. Werden sie doch. Anhand dieser scheiß Bestien-Symbole. Ja, okay, manchmal muss ich zugeben. Nein, 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 nein. Du machst die fertig. Bevor mich wieder irgendwer sieht. Wo haben wir denn noch welche? Ich geh nochmal weiter nach oben. Boah, geht das weit hoch hier. Na, so kann ich ungesehen. Ist schon wieder hier so ein Kackteil, wo ich wieder gar nicht damit viel anrichten kann. Sehr gut. So, dann gucken wir doch mal. Wo haben wir denn das nächste? Da unten. Oh, warte mal, genau, wenn ich Power anmache. Wen haben wir da? Genug. Der ist Hauptmann geworden, ich glaube das nicht. Den Hauptmann sollte ich vielleicht nicht unbedingt verständigen. Da hinten sind noch die ganzen Karagors. Da, drei Stück. Moment zurück! Auf die Beine! Sterbt den und eure Schwert!
genau, spring doch nicht runter! Da ist Karoga. Coca-Cola. Hast du das gehört? Scheiße. Kein Feuer hier? Nee, haben sie nicht. Ich habe etwas gesehen. Einen haben wir noch. Wo ist er? Wo ist der? Hier. Endlich. Du kannst mich mal, du bist jetzt sowas von die Fresse kosten, die wieder einzusperren. Du bis dahin habe ich dich vielleicht zu Ende ausgeweidet. Ja, genau. Komm, mach deine Powerlocke wieder zurecht und dann zeige ich dir mal. Ach, guck mal. Oh nein. Oh, jetzt kriegst du wieder ein, ne? Jetzt rennst du wahrscheinlich wieder weg, wie Mutti. Ja, Furcht vom Rennen. Wage es ja nicht wegzubringen, du Kleine. So. Oh, auch wieder tot. Halt, 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 halt. Großer Typ da. Idiot, hättest nicht zurückkommen sollen. Ja, ja. Ich reiß dir den Kopf ab. Nochmal. Genau. Jo, mach das. Muss aber erstmal deinen Chef, der feige überhaupt. Zeit für dich, die Meute zu treffen. Du kannst es nicht mit uns allen aufnehmen. So, mein Freund, warte. Okay. Ich krieg dich, ich sag dir das. Das geht ganz einfach, pass auf. Und hopp, und wieder leert das. Dann der nächste Stein. Fuck. Aber der. So, dass ich wieder einen Vorsprung ausbauen kann. Wie schnell ist denn der? Stein brauche ich. Das nervt, ich renne hier wieder stundenlang hinter dem hinterher. Wie unlogisch ist denn das? Wie unlogisch? Ehrlich Leute, jetzt guckt euch das doch mal an.
jetzt rennt er hier wieder zurück, ey. Es ist so lächerlich, ne? Oh mein Gott, ich lache mich echt schäckig. Ich glaube das nicht, was du hier machst, Mann. Hör jetzt auf, wegzurennen. Ich habe keine Pfeile mehr, oder? Kann ich nicht erst so weit weg? Rennst du nicht wenigstens irgendwie wieder einen Haken nach rechts rüber? Ehrlich, also ich kann auch Autorennen spielen, da brauche ich nicht laufen. Renn doch gegen Baumfall um, ey. Den habe ich. Und jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Turok, der Gefräßige, erwartet einen Befehl. Machtprobe. Helfe Otto, versuche seine Machtprobe und verteidige deinen Gefolgsmann. Okay. Dann werde ich da mal mit hingehen. So. Dann kann das ja losgehen hier. Ich bin froh, dass du so viele Opfer gebracht hast. Häuptling gegen Häuptling. Das wird ein Gemetzel. Töte die Feinde! Ja. Gütiger Herr, das war ein großer Fehler von dir. Wirst ihn nicht bereuen können. Nicht bevor du tot bist. Ja! Gut. Werde ich dich doch einfach jetzt selber töten. Oh nein, nein. Mach doch mal. Gleisterblitz, Geister. Alter. Alter, er geht wieder nicht auf seine fucking eigenen. Wenn Uruks sich verbünden, kann sie nichts bezwingen. Genau, deswegen rennst du so einer bescheuerten Schleimhaut. Das ist so. Wir sehen uns! Findest du? Revolte ist gelöst.
Augenblick der... Wer ist denn jetzt altgedienter Häuptling, geliebter Häuptling? Sucht nach Überlebenden! Wir können ja, okay. Was, der rennt ja weg. Das ist ja gar nicht das Problem. Lass ihn doch weiter rennen. Oh, warte mal. Der ist wichtiger. Komm schon. Oh. Ja gut, töten wollte ich ihn eigentlich nicht, aber... Liegt mir wohl nichts anderes übrig. Der ist auch schon meiner, ne? Oh. Steuerung links klicken. Das, also... Bams. Und hier und da und überhaupt. Ich krieg das nicht hin. Okay, so, jetzt kann ich das Ding aufheben. Erstmal. Okuga, heute erwartet deinen Befehl. Okay, die erwarten alle meinen Befehl. Garrick erwartet deinen Befehl. Also meinetwegen dürft ihr alle in der Revolte schieben, ne? So, genau die. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Ich werde mit denen einfach die Revolten machen. Und dann klappt das. Ziel habe ich schon markiert. Der ist da oben. Und ich bin hier. Wäre ja bescheuert. Ich gehe da hin. Ist näher dran. Wir gehen näher dran. Hier stinkt es vor lauter. Der ist ja schon meiner, der hat ja glaube ich irgendwie schon alles überwiesen oder verwiesen, bewiesen, Alter, überwiesen ist auch geil, oder? Oh Leute. So, was soll er jetzt machen? Wer ist das? Ja, mein Freund. Geht's mit dir auch los, ne? Bams. Ist er denn jetzt? Ne, da ist er doch.
Kann ich nochmal machen, den Scheiß? Bis ich ihm Auftrag gegeben habe, wahrscheinlich. Jetzt kommt er wieder nur um dieselbe Ecke. Ich werde einfach nochmal den zweiten Häuptling da auch mit der Information von dem holen. Reicht das ja eigentlich, ne? So, Befehl liegen. Ah, jetzt kann ich keine Informationen, jetzt kann ich nur noch Revolten machen. Machen wir. Sehr gut. Ich liebe es, euch heute zu foltern. Ah, guck an. Und jetzt gibt's hier die Revolte. Ups, jetzt habe ich mich gerade verdrückt. Kurz markieren. Und da fahren wir jetzt natürlich auch hin. Und zwar mit unserem Schiff, was wir noch nicht gebaut haben. Aber das passiert bestimmt noch. Ich laber schon wieder eine Scheiße, aber 3 von 5 haben wir schon. Ja, ihr werdet wahrscheinlich mitkriegen, dass ich die ganzen Laufwege und den Kram wegschneide. Einfach bloß, um euch das Wichtigste zu zeigen. Weil sich das doch auf mehrere Stunden hier zieht. Vor allen Dingen mit den ganzen Versuchen hier und Rennen da und 2 Kilometer hier hin und dann kommt da mal was dazwischen. Wie gesagt, das interessiert euch in diesem Zusammenhang, glaube ich, nicht so. Weil, wie ihr jetzt gerade seht, ich lauf. Und deswegen, habe ich das einfach mal weggeschnitten, damit ihr bloß das Beste euch anschaut. Also das Wichtigste, je nachdem. So, ich habe meinem Häuptling befohlen, sich gegen einen Rivalen zu richten. Er hat seine Gefolge in den Kampf geführt. Ja, 7 gegen Level 15. Das wird ein bisschen hart. Noch kannst du einfach verschwinden, weißt du? Na los, sag uns deine Menschenausreden ins Gesicht! Du Made! Ich zermalme und begrabe dich, wie du es verdient hast! Ach, erstmal will ich. Hast du mich nicht verstanden? Du sagst ja nie im Leben, ne? Kleiner Sack. Warum seid ihr uns an? Schade, er hat leider noch nicht. Ich bin nicht genug. Mensch, ihr wisst, ich habe so wenig Lebensenergie, dass ich ihn beherrschen könnte. Oh nein. Nicht. Alter, ihr sollt ihn nicht töten. Scheiße. Ja. Oh. War gerade besonders. Und der ist eben weggelaufen. Oh Mann. Kalt wie Eis erhöht die Dauer der Betäubung Niederschlags. Ich
glaube, da hat sich etwas da ist er. Da rennt er sogar noch. Oh, nein. Egal. Ich wollte jetzt gerade was machen. Mit dem Artefakt. Escape. Verbesserungen. Fähigkeiten, Attribute. Die will ich noch gar nicht kaufen. Nee, auch nicht Fortschritt. Das bin ich, glaube ich, eins zu doof. Waffenruhen, genau. Schwert. Wie viel habe ich denn? Wie viel? Hallo? No. 415. Ja, nehme ich. Gut, Rune, da kann ich jetzt das Ding draufpacken hier. Erhöht allen durch Schwerter verursachten Schaden um 100%, wenn Talions Gesundheit unter 25% liegt. Ne, ich habe doch gerade so ein übelst geiles gekriegt. Kalt wie Eis. Oh, hier noch mehr Chance, 25 Schulterstoß, 10-fachen Schaden zu verursachen. Erhält eine zusätzliche letzte Chance und zieht einen neuen Kampf. Oh, was? Das ist ja für mich wieder das Richtige. Beim letzten Chance-Erfolg werden Fokus und Elmgeschosse vollständig wiederhergestellt. Stellung halten, erhöht allen durch Schwerter verursachten Schaden. Ja, das habe ich ja schon drin. Okay. Das ist sehr praktisch. Habe ich jetzt hier noch irgendwo Ruhen? Ah, das sind dann Bogensachen und so, die ich nicht dafür nutzen kann. Habe ich für Dolch überhaupt was Besonderes? Naja, habe ich nicht. Okay. Na egal. Startet jetzt. Dann kann ich ja jetzt. Feuerwasser, Zinkflak, Brandeisen vom Handeln, indem du seinen Grog-Vorrat explodieren lässt. Nicht, dass er sowas macht! Ich muss mal auf den Weg dahin machen. Kann ich eine Schnellreise irgendwo hin machen? Nee. Ist alles nicht nah genug. Alter! Naja. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. So, Feuerwasser, dann machen wir den Kram mal. Der Häuptling kann dem Ruf der Vernichtung nicht widerstehen. So, schieße auf die Fässer und Lagerfeuer, um sie explodieren zu lassen. Drei Stück. Ja, gut. Das sind doch mal einfache Aufgaben. Jemand schleicht hier auf. Tauche ins Licht. Genau, du willst mir schon mal helfen, ne? Sehr gut. Ich habe von einigen blutigen Plänen gehört, die unsere Feinde zu noch kleineren Würmern machen werden, als ihr schon. Was war das? Bruno? Er ist tot! Was hat diesen Uro getötet? Da hinten ist gleich noch ein. Darüber, los, hoch. Oh Mann, der hängt schon da, wie so ein Krebs. Ist auch noch Hilfe? Dachte ich mir doch. Ja, dem ist heiß auf dem Kopf, Junge. Ich melde mir Dinge. Hässlich wie die Nacht. Sollte sich fernhören! Ihr könnt nicht an Mörder kommen! Seht! Der Tresor! Tötet ihn! Menschenabzug!
Ich weiß, dass das dein Werk ist. Menschenabschaum, genau. Ich werde dich explodieren lassen mit meinem Schwert. Selten so gelacht. Ich möchte das bitte jetzt. Genau, ich brauche kurz den Cargo, dass er mich mal eben unterstützt. So, Äffchen. Ja, hast du vielleicht so gut deines Herzens? Gut. Ich würde meinen Meister bitten, dich am Leben zu lassen, damit ich dich langsam ausweiten kann und schreien lasse. Ich möchte jetzt aber erstmal wieder deinen Meister haben, wie du schon sagst. Weg. Doch, der nächste Typ. Uruk. Wo ist denn hier der, um den ich mich kümmern will? Da ist er doch. Das ist doch Schrock! Wir sehen uns wieder. Nein. Und ich werde mich rächen! Wirst du das? Was soll ich jetzt machen? Zurückkommen sollen. Ich werde dich einfach nochmal töten. 10 Milliarden Leute. Du hast einen furchtbaren Fehler gemacht, Waldläufer. Habt ihr das gehört? Nein, nein, nicht. Komm, komm, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Los, bitte. Ja, er ist meiner. So, den können wir gleich beherrschen, bevor wir schon mal hier sind. Dann werden wir als letztes jetzt hier eine Revolte starten. Ziel markieren. Jetzt geht's nämlich nach. So. Wo ist sie? Da. Das passt mir sehr gut. Weil den Turm können wir schnell Reise machen. Dann sind es nämlich nur noch 400 noch was Fuß. Also direkt hier. Dazu zu überreden, meinen Kopf mit Eisenstacheln zu überziehen. Falls der Wald. Den haben wir es endlich geschafft. Wurde auch langsam Zeit, also. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen am Ende meiner, ne? Also das, was ihr jetzt seht, ich bin ja mal gespannt, auf wie viel ich das kürzen kann, so dass nur echt wirklich das Wichtigste bei rauskommt und nicht auch, ne? Und nur die Scheiße und bla. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so gucke, ja, ich bin jetzt schon bei 2 Stunden beim Aufnehmen locker. Da könnt ihr euch ja ausmalen, was ich da alles gut wegkürzen musste, was an Laufwegen dazwischen kam und allem möglichen anderen Scheiß. Was eigentlich nur so unsinnige Dinger sind. Weil uns einen genervt haben oder dann hat einmal ein Cargo getötet. Ja, das. Jetzt lacht er wieder.
Die wollen schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Okay, wo ist er? Da. Oh, fuck. Da ist er. Fuck. Nein. Nicht schon wieder, ey. Jetzt hat er wieder volle Energie. Oh mein Gott. Alter. Welche Worte hast du geflüstert, um den Tod zu täuschen? Wie viele von den Idioten kommen denn hier noch? Ja, und das ist die erste letzte Chance, Dinge. Wieso kommst du immer wieder zurück? Ihr nervt, du nervst. Ich hab keine Bock mehr auf euch. Der gehört mir. Nicht töten. Ja. Okay, warte mal, noch brauche ich ihn ja gar nicht zu befehligen hier. Informationen sammeln. Keine Ahnung. Ich hoffe, das reicht. Wir zerfetzen den! Und wieder. Lasst mich, Geisterdämon! Versucht ihn nicht zu töten, Jungs! Mit dem lässt sich sicher noch Spaß haben! Holt euch seinen Kopf! Mag alles sein. Ich werde aber ein paar Kräuter aufnehmen. Er soll Todesgesandter! Das sieht ziemlich aus. Feigling! Diesmal lasse ich dich garantiert nicht entkommen! Halt die... Guckt euch, wirklich, jetzt, Leute, guckt euch das an, wie viele fucking Minibosse da jetzt schon wieder kommen. Ich meine, wo ist denn der Typ, den ich eben gerade schon im grünen Bereich hatte? Niemals! Den kann ich aber nicht haben hier. Der ist so dunkel, dass ich ihn springen. Ja, springen war jetzt auch wieder das richtige Wort. Wenn ich
Hintern haben. Siehst du, du bist nur ein kleiner Pimpf-Mensch. Zieh dich! Kann dich. Ey, du lädst dich da wieder auf. Ich mag das nicht. Oh, fuck. Und schon wieder. Okay. So. Wo sind denn die Sachen auf? So, der ist wieder weg. Da ist mein Freund. Vergewaltige hier gerade meine Maus und meine Tastatur, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nur um diesen Kacktypen hier in einen Nahtodzustand zu versetzen. Oh, ich raste aus, echt. Bewege das Symbol in den Kreis hinein und drücke dann die Anzeigetaste und mein Konto aus. Ja, nicht doch. Ja, toll. Wahnsinn. Jetzt habe ich gedacht, es passiert noch was. Jetzt trifft er natürlich. Wer von dir erwartet? Es ist manchmal so lächerlich, Leute. Ich hoffe, ich habe es trotzdem geschafft. Oder? Mein einer Typ müsste eigentlich aufsteigen. Ey, hier. Nein. Fedusch Kriegsbrüder. Alter. Was läuft hier? Nee, ich möchte das nicht alles immer sehen. Welchem Zusammenhang? Ja, er steht mit dem im Zusammenhang. Den müsste ich im Endeffekt einfach nur rekrutieren. Und dann würde der aufsteigen. So, wo ist denn der unbekannte Hauptmann? Wo ist der? Das will ich gar nicht machen. Vielleicht werden wir vernichten. Alter, willst du... Ihr wollt mich da alle verarschen hier. Doch wenn das passt. Ich hab ihn mal wieder markiert. Wo hält er sich denn bitte schön auf? So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, weil ich andauernd so sage, dachte ich, ich pack das mal in einem schönen Lied. Ja, ich werde die jetzt nicht wirklich gegen einen Gander kämpfen lassen. Ich möchte einfach bloß, dass der nach. Typin, also der den anderen ersetzt, dann auch wirklich unter meiner Kontrolle ist. Für damit das ein Ende hat. Töte ich dich, Menschenfreund! Zerstören! Was war das? Zaum!
Worte. Ich hätte nicht erwartet, einen Wurm wie dich inmitten von Uruks zu sehen. Du bist verloren. Verloren. Tja. Und töricht. Ja. Und tot. Ja, das sehe ich genauso. Und deswegen werde ich dich jetzt gar nicht töten, sondern einfach nur Spaß haben, ne? Oh, meine Fresse. Könnt ihr die mal kurz weghalten hier? Ja, so dass ich das hier in Ruhe weitermache. Sehr gut. Genau, jetzt zu meiner Verfügung. Was ist denn? Ja, das ist wieder. Den nehme ich jetzt. Und der hat ein starkes Level. Ich glaube, seine Söldner sind noch stark genug. Dann kann ich den nämlich auf ihn hetzen. Dann dürfte das, glaube ich, hinhauen. Der ist auf Level 19. Scheiße. Das ist hier. Ja, das ist hier. Sehr geil. Gleich im Ecke. Endlich mal ein gutes Zeichen. Komm zurück, wenn du mehr Mut hast. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich wieder voll mit Lebenskraft. Ansonsten ist es ein bisschen scheiße. Macht 18 gegen Macht 19. Also ich muss schon sagen, wie schnell die anderen aufsteigen, ist auch mal herrlich irgendwie. Ganz eigentlich. Ich werde ein Monument aus deinen Knochen erbauen. Ein langsamer Tod für sie. Sollen. Dich mache ich so platt. Ja. Trotzdem mache ich dich platt. Sowas, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, hier diese fucking Häuptlinge andauernd zu killen. Ich bin vor meinem Ende. Nein, nein, nicht unseren. Nein, ich bin nicht so töten. Was soll der Spaß denn? Das hätten wir ausschalten können, ne? Genau, schön in die Ecke drängen, den Typen. Du Mane! Du hast dich wohl verschätzt, was? Ach, das halt kostet doch den dich Rand. Dein Leben. Du steckst Herzbeutel. Es geht noch weiter hier. Nein, nein. Schau,
Ich blitze dich auf und jeden Uhr, Alter, der sich kommen wir hier noch steckt. Klar? Mal sehen, wer zuerst ausblutet. Kommen wir echt. Halt die Fresse! Ich habe dich unterschätzt! Ich muss den Typen hier in der Mitte. Zerfetzt sein Fleisch! Sauron höchst selbst wird mich rächen! Ist er tot? Ich kann ihn beherrschen. Ah, sehr geil. Die gehören doch jetzt alle mir. Oder nicht? Herr von Mordor, jetzt verfügbar. Huh? Ui. Wir sind fertig. Los jetzt. Nö, nö, nicht flüchten, ne? Diene mir. Und einmal noch. Bumm. Du bist mein. Er scheint fort zu sein. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Macht sich alles viel besser so. So, meine Freunde. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist endlich die nächste Kampagne Herr von Mordor verfügbar. Da wir alle Häuptlinge endlich zusammengetragen haben. Ja, und so leid es mir tut, aber ich denke mal, die Folge, die ich hiermit zusammengedreht habe mit den ganzen Häuptlingen, wird schon lange genug sein. Deswegen wird dieses Kapitel Herr von Mordor in einer neuen Folge stattfinden. Ich hoffe natürlich, ihr seid da dann auch wieder mit dabei. Und ich hoffe, die brauche ich nicht zu viel schneiden. Ja, ich hoffe, ihr hattet bis eben Spaß und ich hoffe, ich habe es hinbekommen, das einigermaßen gut zu schneiden, damit man trotzdem noch Spaß hat beim Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr mir in den Comments lasst, wie ihr das Ganze findet. Ansonsten, tschüss, ne? Euer Gunshot und so. Bis zum nächsten Mal.